Herzlich und willkommen in unserem Kochstudio. Heute gibt es eine Art Beef-Brokkoli mit Erdnüssen in Sommerrollen. Dann beginne ich auch schon mit dem Vorstellen der Zutaten. Und zwar haben wir hier Frühlingszwiebeln, Karotten, Ingwer, Knoblauch, Zitronenabrieb, Pfeffer, so dünn geschnittenes Rindfleisch, Erdnüsse, Brokkoli, Hoisinsoße, Honig, Kaffernlimettenblätter, Cheyennepfeffer, Fischsoße, Sesamöl, Sojasauce und etwas Reisessig. Und natürlich diese wunderbaren Blätter. Als allererstes beginne ich mit dem Marinieren des Fleisches. Und zwar kommt da eigentlich so gut wie alles, was ich an Gewürzen und Soßen genannt habe, mit rein. Wie viel Gramm sind denn das? So, vielleicht 7. 7 von Gewürzen. Ja. Die Fischsoße ein bisschen vorsichtig. Die schmeckt nämlich nach Fisch. Echt? Nicht nach Senf. Nach Darm. Genauso mit dem Sesamöl vorsichtig. Dann vermenge ich die ganze Fleischsoßen-Gewürzmasse. Das darf jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde marinieren. Länger geht natürlich immer. Als erstes beginne ich, diese autistischen Kartoffeln in Form zu bringen. Schält man die nicht? Nee. Also man kann die gerne schälen, aber ich mache das nicht. Weil ich viel zu faul bin dafür. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so der Schäler seid oder eher so der Nichtschäler. Nachdem ich alles klein geschnitten habe, also die Karotten in Stifte, die Brokkoli in so kleine Rosettchen und die Frühlingszwiebeln in Ringe, darf das Fleisch, das jetzt eine halbe Stunde mariniert hat, angebraten werden. Der Schnaps rein. Schnaps. Das Fleisch darf jetzt runter. Die Soße, die Marinade ist jetzt so ein bisschen eingedickt, so ein bisschen sirupartig. Und das darf jetzt. Ist fertig. Darf es in den Backofen. Der Brokkoli und die Karotten werden jetzt auch noch mal ganz kurz angebraten. Weil Tiefkühlgemüse nicht schmeckt, wenn man es nicht angeht. Wobei, die Karotten brate ich doch nicht an. Nee, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Pfeffer. An den Brokkoli darf der nämlich jetzt ran. Wird nämlich schön pfeffrig. Und etwas Salz. Der Brokkoli ist jetzt fertig und darf runter. Sieht echt gut aus. Es wird gesund heute. Ich habe mir jetzt schon mal eine Schüssel, einen Teller mit Wasser voll gemacht. Und da dürfen jetzt ganz kurz diese Blätter rein, um ein bisschen aufzuweichen. Von welchem Baum sind denn die? Die? Ja. Vom Ananasbaum. Und dann beginne ich jetzt schon mal mit dem Zusammenrollen. Und zwar kommen als erstes für den dekorativen Effekt hier so ein paar Karottchen drauf. Die schmeckt man nämlich nicht. Danach darf auch schon etwas von unserem Brokkoli drauf. Die Rosettchen da. Ein wenig Frühlingszwiebler. Erdnusskerne. Das mit Erdnüssen verstehe ich noch nicht. Das für den Geschmack. Und von dem Fleisch.
Dann wird das Ganze eingerollt. Irgendwie. Das finde ich irgendwie am besten so. Den Tortilla. Sieht echt komisch aus. So, und jetzt sieht das Ganze aus, als hätte ich das Gemüse in ein Kondom gestopft. Das war eigentlich so ungefähr das Rezept. Das kann man jetzt so verknusen. Fabian, haben Sie Lust, etwas zu verknusen? Ja gut, dann probieren wir das Ganze mal. Bin ich mal gespannt. Ja. Das fällt auseinander. Soll das so sein? Nee, das passt schon. Das ist gut so. Hat echt eine komische Konsistenz. Mhm. Geschmacklich ist es gut. Nur die Konsistenz. Das ist ganz schön wabbelig, muss ich zugeben. Das schmeckt ungefähr so, wie es aussieht. Ne, schmeckt gut. Aber dieses Reispapier fühlt sich halt an wie ein Kondom. Ein bisschen merkwürdig. Ja, das Rindfleisch hat so einen asiatischen Geschmack, das ist gut. Das Rindfleisch ist echt gut geworden. Ja, das ist. Und das passt halt auch gut mit den anderen Zutaten zusammen. Aber das Reispapier ist halt irgendwie ungewohnt. Das war's auch schon für unseren gefüllten Kondom. Wer Sommerrollen mag, dem wird das auf jeden Fall schmecken. Wem nicht, so wie uns, der packt das einfach auf den Reis und hat dann auch ein wundervolles Gericht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!